Hallo und herzlich willkommen bei Mara TV. Mein Name ist Mara und diese Episode ist für Menschen, die immer wieder neue Projekte starten oder auch neue Jobs und aber immer wieder merken, das ist doch nicht ganz das Richtige für mich. Kennst du das und gehörst du vielleicht zu diesen Menschen, die einfach sehr, sehr viele verschiedene Interessen haben und auch sehr, sehr viele Talente und sehr, sehr viele Dinge sehr gut können? Und diese Frage, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich wollte, trifft die vielleicht auf dich zu? Wenn du jetzt begeistert nickst, dann kann der Grund dafür sein, dass du ein sogenannter Scanner bist. Der Begriff Scanner wurde von der amerikanischen Autorin Barbara Sher entwickelt. Und Scanner sind Menschen, die sehr, sehr viele Talente haben. Deshalb nennt man sie auch Multipotentials oder Vielbegabte. Das einzige Problem bei dieser Sache ist, dass eine Begabung oder wie im Englischen Potential, Potenzial ja auch schon aussagt, deshalb aber noch nicht heißt, dass man damit auch wirklich erfolgreich ist. So haben viele Scanner zwar sehr, sehr viele Talente, aber schaffen es trotzdem nicht, genau die Karriere oder genau das Business zu finden, das wirklich zu ihnen passt. Und der Grund dafür ist oftmals der, dass sie sich zwischen ihren vielen Interessen einfach nicht entscheiden können. Trifft das vielleicht auf dich zu? Dann kann es gut sein, dass du ein Scanner bist. Es gibt nämlich zusätzlich zu dem Problem, dass sie sich nicht entscheiden können, auch noch das zweite Problem, das Scanner oftmals haben, dass sie sich einfach zu viel vornehmen und dann mit den verschiedenen Projekten entweder nicht weiterkommen oder sie dann wieder aufgeben, weil sie in der Zwischenzeit schon wieder eine neue Begeisterung haben und somit immer wieder von vorne starten. Wenn das auf dich zutrifft, kann das sehr gut sein, dass du ein sogenannter Scanner bist. Wenn das so ist, empfehle ich dir, zwei Bücher zu lesen. Beide sind von Barbara Sher. Das eine Buch ist, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Und das zweite ist, du musst dich nicht entscheiden, wenn du 1000 Träume hast. Bei mir war es lange Zeit so, ich bin ebenfalls ein Scanner und ein Multipotential, dass es mir irrsinnig schwer gefallen ist, genau das richtige Business für mich zu finden, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das eine mache, kann ich das andere nicht machen und dann muss ich mich sozusagen entscheiden und das ging eben einfach nicht. Aber Barbara Sher, die zeigt eine Reihe von Strategien, wie man damit umgehen kann, wenn man viele verschiedene Interessen hat. Eine Strategie zum Beispiel, die ich längere Zeit verfolgt habe, ist, dass du ein Interesse zum Beispiel als Hauptberuf betreibst und das andere nebenberuflich. Oder eine andere Möglichkeit ist auch, dass du projektbasiert arbeitest. Ich selber war viele Jahre lang Unternehmensberaterin und habe immer wieder unterschiedliche Themen in verschiedenen Projekten bearbeitet. Somit wurde mir dann auch nicht langweilig. Das hat mir dann dabei geholfen, die Dinge auch wirklich auf die Straße zu bringen, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, mich entscheiden zu müssen. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, ob du vielleicht ein Scanner bist, dann findest du genau unter diesem Video den Link zu meinem kleinen Test, bin ich ein Scanner oder nicht. Füll ihn einfach aus und poste mir dein Ergebnis. Ich bin schon sehr, sehr neugierig zu hören und zu sehen, was bei dir rausgekommen ist. Denn ich werde jeden einzelnen Kommentar lesen und natürlich auch gerne beantworten. Mir ist es ein totales Anliegen und wichtig, dass dieser Begriff Scanner bekannter wird. Es kennen ihn nämlich nur sehr, sehr wenig Menschen und gleichzeitig gibt es sehr viele, für die es eine Wahnsinnserleichterung und eine irrsinnige Freude ist, wenn sie herausfinden, dass sie keineswegs irgendwie unschlüssig oder unerfolgreich sind, sondern dass sie einfach ein Scanner sind und vielbegabt und das ist ja etwas Gutes. Und darum bitte ich dich, wenn du Menschen kennst, wo du das Gefühl hast, die könnten auch Scanner oder vielbegabt sein, dann teil bitte diesen Artikel mit ihnen, damit ganz klar wird für sie, es ist gut, ein Scanner zu sein und es ist etwas Schönes. Und damit sie aufhören, sich deshalb schuldig zu fühlen, so wie ich es zum Beispiel auch lange gemacht habe. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst bei Mara TV und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Alles Liebe, ich freue mich sehr auf dich. Deine Mara. Tschüss.